Der Prophet erzählt einen Hadith. Hadith heißt das, also was der Prophet berichtet hat, von einem Mann. Wir wissen, dass derjenige, der gläubig ist, kommt irgendwann aus der Hölle raus. Derjenige, der im Schirk und Kuffer stirbt, also im Schirk Beigesellung Gottes oder Kufferleugnung der Botschaft stirbt, dass er niemals rauskommen wird. Er berichtet von einem Mann, der als allerletzter aus der Hölle gekrabbelt kommt. Wer weiß, wie lange er da war. 100 Jahre, 1000 Jahre, 1 Million, 1 Milliarden Jahre. Wir reden von Ewigkeit. Er ist der Letzte, der rauskrabbelt und er kommt in ein Land zwischen dem Paradies und der Hölle. Einem öden Land, wo nichts steht. Ödes Land. Und auf einmal sieht er einen Baum. Und ich gebe die Geschichte sinngemäß wieder. Und er sagt zu Allah, oh Allah, erlaube mir, zu diesem Baum zu gehen. Damit ich von den Früchten esse und Schatten nehme und damit ich von dem Wasser trinke. Also muss irgendwie Wasser an dem Baum gewesen sein. Und er geht an diesen Baum. Erster Baum. Und sagt, dann kommt dann auf einmal, wie er da ist, sieht er den zweiten Baum. Weiter weg. Ein größerer Baum. Dann sagt Allah, lass mich zu diesem Baum gelangen, damit ich von den Früchten esse und von dem Wasser trinke. Und Allah sagt zu ihm so sinngemäß, ja, wirst du mich danach dann nicht andere mehr fragen? Bist du dann zufrieden? Wirst du mich dann nicht andere mehr fragen? Also sinngemäß, ja, also um die Geschichte sinngemäß zu erfassen. Und er sagt, danach will ich nichts mehr, ich habe nur eine Bitte. Danach habe ich keine Bitte mehr, nur zu diesem Baum. Und er geht zu dem zweiten Baum. Und am nächsten Tag kommt der nächste Baum. Und er sagt wieder, ja, nein, danach habe ich keine Bitte mehr. Und ich weiß nicht, ob es drei oder vier Bäume waren, auf jeden Fall. Danach habe ich keine Bitte mehr. Und dann sieht er das Tor vom Paradies. Und die Bäume sind immer größer geworden, weil die Hölle ist sowas von verflucht, dass die Bäume, umso weiter sich von der Hölle entfernen, größer geworden sind. Dann sieht er das Paradies. Und er sagt, eine Bitte, oh Allah, ich will gerne zu dem Tor. Ich will an das Tor gehen, in den Schatten sitzen, an das Tor kommen. Er sagt, ja, hast du danach keine Bitte mehr? Er fragt immer wieder. Und er kommt zum Tor. Er ist an dem Tor, er hört die Stimmen aus dem Paradies. Diese Freude, dieses Gerede. Und er merkt, diese Menschen müssen unheimliche Freude haben. Subhanallah. Vielleicht wie so jemand, im kleinen Sinne, wenn jemand ins Schwimmbad will, dann hört die Leute da, diese Schäden. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber nur um ein Bild zu haben ungefähr. Ja, dann sagt er, da sieht das Paradies, dann hört dieses Stimme, da kann er nicht mehr aushalten. Er sagt, oh Allah, lass mich durch das Tor durchgehen. Und er lässt ihn durch das Tor durchgehen und Allah sagt zu ihm hier, bist du zufrieden? Wenn ich dir gebe, schau dir an, das ist der Letzte, der aus der Hölle rauskommt. Der schlechteste Gläubige. Bist du zufrieden, wenn ich dir so viel gebe, wie die ganze Welt und was in dir ist? Er sagt, ja, ich bin zufrieden. Er sagt, ich gebe dir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Der ist beim fünfmal, wie die ganze Welt. Kannst du dir vorstellen, die ganze Welt. Stell dir vor, dieser ganze, stell dir mal vor, ganz Oberhausen. Subhanallah. Stell dir vor, in der Fußgängerzone, wenn einer ein großes Haus hat, von 1 Million, nicht in der Fußgängerzone, sondern irgendwo in dem schönsten Viertel, in Köln, im Hahnwald, das reichen Viertel von Köln, da baut er sich vielleicht eine Villa für 1 Million. Wen gibt's, der die ganze Welt hat? Der gibt ihm die ganze Welt, und zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bist du zufrieden? Er sagt, stopp, reicht, es reicht, fünfmal, will nicht. Er sagt, es reicht jetzt. Und er gibt ihm zehnmal die ganze Welt, und was ist denn hier? Er sagt, und er kann ihn fragen, er kann Allah um alles fragen, was sein Auge erfreut und was sein Herz berührt. Kannst du dir vorstellen, Achi, das ist der letzte Mensch, der aus der Hölle rauskommt. Das ist das, was er bekommt. Nicht wie hier, du verbarrikadierst dich in deinem Schrebergarten 25 Jahre lang. Der hat die ganze Welt und lebt gesund und lebt ohne Probleme und lebt ohne Zweifel. Und lebt in Freude und lebt in Liebe mit den Inbewohnern vom Paradies. Zehnmal. Das ist der Letzte, der ins Paradies geht. Wir wissen vor allem nicht von denen reden, die vielleicht 1 Milliarde Jahre vorher ins Paradies gekommen sind. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Diese Geschichte ist sinngemäß. Subhanallah.
da 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 da